liebe Barbara Forsthuber, dein Filmfestival, sozusagen wie Urlaub in Wien. Ich glaube, du kannst da wirklich stolz sein. Ja, und es erfüllt mich jedes Jahr wirklich mit Stolz. Es ist ja doch schon über 20 Jahre diese Veranstaltung, die immer wieder gewachsen ist und modernisiert wurde. Das ist auch ganz wichtig. Und so wie du sagst, es ist Urlaub in Wien, wenn man da hinunterblickt. Es ist eine kulinarische Weltreise, die sich hier anbietet. Es ist musikalisch ein Potpourri auf höchstem Niveau. Also wir haben ganz tolle Filme, die wir hier zeigen, ob Konzerte, Opern, Operette, aber auch Popkonzerte. Das ist auch ganz wichtig. Wir wollen alle Musikgeschmäcker treffen. Und ich glaube, an einem Abend so wie heute, wo es so lau und so warm ist, zeigt sich einfach, dass dieses Filmfestival aus dem Geschehen, im Sommergeschehen nicht mehr wegzudenken ist. Beziehungsweise ohne Firmen, die euch dabei unterstützen, geht es dann auch nicht. Ihr bietet Firmen immer wieder mal die Präsenz an, diese Location mehr oder weniger für Werbezwecke zu nutzen. Wie tut ihr das? Also zum einen möchte ich vorausschicken, natürlich ist die Stadt Wien ein wichtiger Partner, der die Grundfinanzierung gibt, das muss man schon dazu sagen. Ohne Partner könnten wir diese Veranstaltung oder auch den Eistraum oder den Silvesterpfad, die ja bis weit über die Grenzen hin bekannt sind und das Image der Stadt natürlich auch unheimlich unterstreichen, könnten wir das nie machen. Wir versuchen sehr genau auf die Bedürfnisse der Unternehmen einzugehen. Das heißt, wir haben nicht einen Katalog, den wir einfach blind anbieten, sondern es gibt die Möglichkeit, VIP-Terrassen zu haben, es gibt die Möglichkeit der klassischen Logopräsenz, es gibt die Möglichkeit, die Besucher mit Interaktion direkt am Platz abzuholen und ihnen Produkte direkt vorzustellen. Das ist auch ganz wichtig, meine ich, sie emotional zu erwischen und ganz klassisch natürlich mit Spot. Mir ist es ganz wichtig und es bestätigt mich immer wieder, dass es richtig ist, genau zuzuhören, was möchte der Partner, wo möchte er hin, und ich glaube, mit dieser Vielfalt von Veranstaltungen bieten wir da auch eine ganz große Palette. Der Martin Himmelbauer, Casinos Austria, der Open-Air-Spezialist. Casinos Austria sponsern ja praktisch alles, was es auf dieser Welt gibt. Alles, was gut ist und es auf dieser Welt gibt, ja. Aber das Filmfestival noch nicht. Das Filmfestival meines Wissens noch nicht. Wir sind aber mit den Wiener Festwochen hier präsent. Das heißt, Casinos Austria hat schon sehr, sehr viele Dinge im Kulturbereich, von den Bregenzer Festspielen über die Wiener Festwochen bis, ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufziehen sollte. Wir sind auch im Sport überall. Alles, was Outdoor ist, ist auch unseres. Da ist vieles da. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir es prägen, weil wir der Kultur und unseren jeweiligen Partnern ihre Unabhängigkeit lassen. Die Kunst ist frei, die Kultur ist frei. Wir sehen uns eher als ein Ermöglicher im Sinne von fairen und offenen Partnerschaften, von Sponsorings. Das ist seit jeher ein großes Anliegen des Unternehmens, das gehört zur Unternehmenskultur. Und wenn ich sage Wiener Festwochen, die ich schon erwähnt habe, mittlerweile im 43. oder bald 44. Jahr, seit 1968, Jahr für Jahr, Hauptsponsor der Wiener Festwochen, das soll uns mal einer nachtanzen. Herr Dr. Stick, sind wir schon gut geschmeckt, vorbereitet? Natürlich, bestens vorbereitet für diesen wichtigen Termin heute. Lieber Michael, heute hier beim Filmfestival, gefällt's dir? Wunderschön, Rathausplatz. Bin das erste Mal in diesem Sommer am Rathausplatz und dann bei eurer Veranstaltung, das trifft sie wirklich gut. Was sagst du dazu, dass man hier sozusagen eine Open-Air-Staatsoper implantiert? Das ist doch einzigartig in allen Bundeshauptstädten dieser Welt. Einmalig, besonders dann mit der abendlichen Atmosphäre, mit der Beleuchtung vom Rathaus. Ein Traum, und der wird belohnt mit wahnsinnig vielen Zuschauern, die kommen, und jedes Jahr werden es mehr, und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Gefallen dir die Leute heute alle, wie sie hergerichtet sind hier auf diesem Fest? Ja, also wie gesagt, ich brauche mich nicht so weit umschauen, ich brauche nur dein gepflegtes Haupt anschauen, und ich bin überwältigt. Jetzt ist es so, dass solche Veranstaltungen von Partnerschaften leben. Seid ihr als Henkel immer wieder mal Partner und Sponsoren bei irgendwelchen Open-Air-Veranstaltungen? Open-Air-Veranstaltungen in der Kosmetik jetzt noch nicht, aber wir sind schon immer wieder Partner und Sponsoren, wenn es für unsere Zielgruppe relevant ist. Ja? Ja, und ist jetzt ein Filmfestival für eure Zielgruppe von Relevanz? Kommt natürlich auf die Marke an. Wir sind so breit gestreut, da wird sich schon was finden lassen. Lieber Peter, als jahrelanger Partner und mehr oder weniger Ermöglicher von vielen Veranstaltungen hier auf dem Rathausplatz, bist du ein Open-Air-Profi. Macht's auch Spaß, hier dann selbst herzukommen? Ja, wenn das Wetter so ist wie heute und diese weise Voraussicht von der Barbara und von euch, das am heutigen Tag zu machen und nicht vor 10 Tagen oder so, hat sich bewährt. Ja. Daher machen wir das seit vielen Jahren, und so wie du gesagt hast, ist es natürlich
uns eine Freude, weil wir dermaßen schöne Projekte unterstützen können, wie den Eistraum oder auch das Filmfestival oder den Silvesterpfad. Also durchaus Dinge, die an eine breite Öffentlichkeit gehen, genauso eben wie es auch die Bank Austria tut. Ja, es ist ein wunderbarer Abend, der perfekte Ausklang für einen Bürotag. Es ist warm, es ist eine nette Gesellschaft, wunderbar, könnte nicht besser sein. Sie machen ja in Ihrer Funktion als Marketingleiterin von Herold sehr viele Veranstaltungen. Gibt es da etwas, was man sich abschauen kann, beziehungsweise könnten Sie Tipps geben, was da zu verbessern wäre? Naja, also was Sie perfekt gelöst haben, Sie haben Sonne bestellt und das in diesem Sommer, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Liedersnet zu Gast beim Wiener Filmfestival, ich glaube ein wirklich cooles Sommer-Event. Wir freuen uns für die Stadt Wien und kommen auch Sie mit dabei. Es ist ein unglaublich schönes Open-Air-Spektakel, die Open-Air-Staatsoper der Stadt Wien. Viel Spaß!